Mein Name ist Hans-Bert Krämer, ich bin der erste Vorsitzende vom Dürener Schaustellerverband. Können Sie uns was über das Dürener Sommerspezial sagen? Ja, wir sind natürlich traurig, dass die Anna-Kirmes in diesem Jahr zum zweiten Mal ausfällt. Nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich dazu entschlossen, dann doch wieder eine Zweitauflage des Dürener Sommerspezials hier in Düren zu machen. Und zwar denke ich mal, dass wir damit auch den Dürenern doch ein Stückchen Normalität zurückgeben, jetzt gerade in dieser schwierigen Zeit. Was gibt es hier an Fahrgeschäften, Spielgeschäften und kulinarischen Spezialitäten? Ja, wir haben angefangen natürlich vom Schäkammer dabei und wir haben dann den Polyp, der in Düren sehr gut ankommt. Wir haben das Riesenrad dabei, wir haben den klassischen Autoscooter, aber wir haben auch die Raupenbahn dabei, ein Nostalgiegeschäft und einen nostalgischen Kettenflieger, etliche Kinderfahrgeschäfte, viele Spielgeschäfte und natürlich auch die gastronomische Branche ist vertreten. Das Dürener Sommerspezial wäre ja beinahe ins Wasser gefallen. Können Sie uns was dazu sagen? Ja, wir sind natürlich mit den Gedanken auch bei den Flutopfern, die wir jetzt hier in unmittelbarer Nähe haben, und selbst der Anna-Kirmes-Platz wäre fast betroffen gewesen. So haben wir dann in der Nacht zum Freitag kam die Überflutungswarnung. Zum Glück ist der Platz trocken geblieben. Dennoch haben wir fast den kompletten Platz abgebaut und dann am Freitag wieder aufgebaut, sodass wir wirklich bis auf letzte Minute hier gearbeitet haben, um den Start wirklich dann am gestrigen Tag vollziehen zu können. Wie war die Lage? War das schon sehr bedrohlich hier? Also man hörte die Ruhr schon kräftig plätschern hier am Platz und die Warnung war bis zu einem Meter, dass der Platz hätte überschwemmt werden können. Zum Glück, wie gesagt, ist er trocken geblieben. Aber ich sag mal, ist natürlich Wahnsinn, wenn man dann die Bilder aus den Nachbarstädten sieht. Und darum haben wir uns auch entschlossen, hier auf den Eintritt in diesem Jahr zu verzichten und stattdessen zu einer freiwilligen Spende anstatt Eintritt aufzurufen, der dann zu 100% den Flutopfern zukommt. Können Sie was zu der roten Kiste hier vorne sagen? Ja, das ist hier die rote Kiste, das ist unsere Spendenbox, in der wirklich dann die Besucher statt dem Eintritt einen freiwilligen Eintritt einwerfen können, der dann direkt weitergeht an die Flutopfer. Und davon ist auch gestern schon rege Gebrauch gemacht worden. Wie kommt man am besten hierher? Ja, es normalisiert sich ja jetzt alles, öffentliche Verkehrsmittel. Wir haben auch unmittelbar vor dem Gelände hier einen Parkplatz. Somit können Sie auf alle Wege dann hier nach Düren zu uns kommen. Können Sie uns was über die Öffnungszeiten sagen? Ja, das Dürener Sommerspecial findet vom 17. Juli bis zum 8. August statt. Wir haben tägliche Öffnungszeiten von 14 bis 22 Uhr, außer montags. Montags haben wir unseren Ruhetag, aber dienstags haben wir dann den klassischen Familientag mit ermäßigten Fahrpreisen und ermäßigten Preisen an allen Geschäften. Kann das Dürener Sommerspecial die Anna-Kirmes ersetzen? Das Dürener Sommerspecial kann natürlich und soll auch kein Ersatz zur klassischen Anna-Kirmes sein. Es ist ganz was anderes und wir sehnen uns natürlich danach, dass unsere klassischen Traditions-Kirmesveranstaltungen wieder zurückkommen und hoffen somit auf nächstes Jahr, dass wir dann wieder und vergnügt Anna-Kirmes feiern können. Ist dieser Bär vor Ihnen das Maskottchen? Ja, hier vorne, das ist unser Bob, das ist unser Maskottchen vom Süddürner Sommerspecial. Der ist vom ersten Tag an mit dabei und hat natürlich auch schon alle Fahrgeschäfte ausprobiert. Besteht eine Möglichkeit, diesen Bär hier zu erwerben? Nee, die Frage kommt sehr oft. Leider ist er nicht zu erwerben, aber dafür kann man T-Shirts erwerben oder Kappen hier vom Dürener Sommerspecial. Aber der Bär, das ist ein Unikat und der bleibt uns treu. Ist noch irgendwas in diesem Jahr geplant und wie sieht es im nächsten Jahr aus? Ja, ich sag mal, die Zahlen sind ja doch, lassen ja Mut zur Hoffnung, vor allen Dingen die Impfkampagne. Und von daher hoffen wir Schausteller natürlich, dass die Kirmesveranstaltungen auch hier zumindest im Herbst wieder einigermaßen normal stattfinden können. Zumindest der Weihnachtsmarkt. Und ich bin dann für sich sehr optimistisch, dass wir dann im kommenden Jahr wieder eine ganz normale Kirmessaison haben werden. Wie lange hat jetzt der Aufbau gedauert? Denn es gab ja jede Menge Komplikationen. Ja, der Aufbau hat im Grunde 3 Wochen gedauert, aber auch einen Tag, ne? Weil wir mussten ja dann am Donnerstagabend nochmal abbauen. Das heißt, bis auf die großen Fahrgeschäfte ist der komplette Platz nochmal abgebaut worden, die Wohnwagen in Sicherheit gebracht worden und dann an einem Tag alles wieder aufgebaut worden. Schausteller ist klar, Schausteller können das und wenn es sein muss, dann packen wir alle mit an. Und es war auch ganz toll zu sehen, die gegenseitige Hilfe. Viele Kollegen kamen auch aus anderen Städten, aus Nachbarstädten dazu und haben uns geholfen. Auch das war eine schöne Erfahrung, trotz dieser traurigen Umstände. Wie haben Sie jetzt das Jahr erlebt? Denn es ist ja jetzt schon ein Jahr her, wo das letzte Dürener Sommerspezial stattfand.
Ja, wir hätten uns natürlich im letzten Jahr nicht denken können, dass wir das nochmal aufziehen müssen. Es ist natürlich nach wie vor, ist die Corona-Krise für uns eine sehr prekäre Situation und es ist sehr schwierig dann. Aber man muss natürlich nach vorne sehen und weitermachen und von daher denke ich mal, dass wir auch diese Krise überstehen werden. Ja, hallo, mein Name ist Norbert Lupp. Und zwar sind wir in der 7. Generation im Schaustellerbetrieb von der Firma Koch. Ich habe da eingeheiratet. Wir haben damals mit meiner Frau mit einem Schwenkel angefangen. Dann sind wir zum Imbiss übergestiegen, einen Autoscooter dabei gekauft. Mittlerweile auch anfangs ein Sechssäuler, jetzt mittlerweile zwei Säuler. Wir haben in Grevenbroich, in meiner Heimatstadt, haben wir einen Strandbar 10 Jahre lang gemacht und Weihnachtsmarkt machen wir da. Ja, so war der Werdelauf von meiner Karriere und Ende 18 den Breakdance gekauft, Eingang behalten, verkauft und dann haben wir uns für den Shaky entschieden, trotz der Corona-Zeit und jetzt haben wir natürlich auch die Zeit genutzt und da wirklich viel Herzblut und Arbeit reingesteckt. 8 Monate insgesamt haben wir jetzt für die Restaurierung gebraucht und ich finde, Ergebnis kann sich sehr gut sehen lassen. Also zumindest die Leute, die hier immer kommen und fahren, die sagen, wirklich habt ihr sehr, sehr schön gemacht. Wir haben ja auch schon mal so ein Interview gegeben, wo wir zu Hause waren, wo wir am Restaurieren waren und haben viele Leute haben das von euch verfolgt und auch guten Zuspruch haben wir bekommen. Ja, baut natürlich einen auf, auch in der Corona-Zeit und vor allen Dingen so weiterzumachen, dass man auf der richtigen Bahn ist, dass man auch die Geschmäcker alle trifft. Ist ja nicht immer, wenn man was neu macht, dass es dann anschließend schön ist. Es wird nicht jedem gefallen, aber den meisten. Und die Soundmaschine kommt ursprünglich von der Firma Welte, mit der wir auch noch ein gutes Verhältnis haben. Sie ist das erste Mal im Westen. Sie war immer, der Herr Welte ist immer im Osten gefahren mit der Soundmaschine. Ja, und wir haben sie natürlich dann hier hingeholt. Die Soundmaschine ist Baujahr 95, war der letzte seiner Art, der für Deutschland von Mondial gebaut wurde und auch der erste, der sofort mit Überschlaggondel ausgeliefert wurde. So, die Maße sind vom Shake sind 23 Meter Durchmesser und ja, was wollte ich, die Rückwand ist natürlich, sieht jetzt hier alles groß aus, ist aber relativ leicht, also von der körperlichen Anstrengung her leicht aufzubauen, weil es wird sehr viel, fast überwiegend alles mit dem Kran gemacht. Deswegen haben wir uns auch jetzt zwar einen älteren von der Firma Göbel in Autokran dazugelegt, geht es ein bisschen schneller mit, aber vom Aufbau her, man muss jetzt noch ein bisschen, weil wir ja am Anfang sind, ein bisschen die Tricks noch rausfinden, wie was am schnellsten geht, aber ansonsten sind wir wirklich sehr zufrieden mit dem Geschäft. Wie lange hat jetzt der Aufbau gedauert? Ja, der erste Aufbau, wir hatten ja den ersten Aufbau, durften wir bei uns auf dem Grundstück, hat so gerade gepasst, wo wir den aufbauen konnten, haben wir natürlich auch ein bisschen überlegt, wie machen wir hier was, da was, um Verbesserungen zu machen, aber das war schon gut durchgedacht, das Geschäft für auf- und abzubauen von der Firma Welte und wir sind jetzt natürlich dauert das jetzt seine Zeit. Wir brauchen im Moment, wenn der Mittelbau steht, haben wir hier in Düren gebraucht. 1,5-2 Tage mit allem Pipapo. Ja, und apropos Düren, das ist unser erster Platz hier im Park. Haben wir die Zusage bekommen. Hier stehen wir bis zum 8. meiner Meinung nach. 8. August, fahren dann nach Neuss zum Novesia Funpark, den wir mit 4 Mann selber organisieren. Ja, und wollen wir hoffen, dass alles klappt. Vor allen Dingen ist es schön, jetzt hier mal alles über längere Zeit fahren zu sehen von der Soundmaschine. Klar kommen noch mal hier ein paar Kinderkrankheiten, aber das ist normal. Wenn so viel Material verwendet wird, kann es theoretisch nicht von Anfang an einwandfrei funktionieren. Aber die Hauptsachen funktionieren sehr gut und da sind wir optimistisch, dass wir auch hier den Leuten viel Spaß
bereiten, obwohl sie jetzt auch in den letzten Tagen durch das Hochwasser, gerade hier in dem Kreis, die haben ja wirklich, manche haben schwere Schicksalsschläge erlitten durch, wie gesagt, durch das Hochwasser. Und dafür sind wir halt da. Und ich bin auch froh, dass der Bürgermeister gesagt hat, das wird hier durchgezogen. Wir wollen den Leuten mal ein bisschen Abstand von der ganzen Sache bringen. Und da sind wir genau an der richtigen Stelle. Wie funktioniert eigentlich so ein Shake? Wie viele Motoren sind da verbaut und was ist das für eine Technik? Wie muss man sich das vorstellen? Der Shake ist genau das Gegenteil von dem Breakdance. Breakdance wurde alles mit Elektromotoren angetrieben. Hier beim Shake, der hat zwei große Elektromotoren. Die drehen aber weder Kreuz, die drehen eine Ölpumpe an. Und die Ölpumpe wiederum, eine für die Mitte, für den Teller zu drehen. Und ein Motor sitzt quasi hier unterm DJ. Ein großer Elektromotor, der auch wiederum ein Ölaggregat antreibt, was dann halt für die einzelnen Kreuze hier zuständig ist. Das Ganze läuft wirklich alles über Öl und ja, dementsprechend finde ich von der Elektrik her relativ überschaubar, auch von dem Breakdance. Für den Breakdance hat mit Typax und jede Menge, da war ja Wahnsinn, was da an Elektrik war, was hier allerdings wieder nicht ist. Hier ist relativ, muss ich sagen, überschaubar. Wollt ihr das Thema Soundmaschinen behalten? Das ist ja schon cool. Soundmaschine wollen wir auf jeden Fall behalten. Deswegen haben wir auf den Gondeln unten, wie ihr seht, haben wir auf den weißen zumindest, steht überall Soundmaschine drauf. Die Soundmaschine wird definitiv ihren Namen behalten. Ob ein anderes Design kommt, lasse ich jetzt mal dahingestellt, aber bleibt definitiv Soundmaschine. Wie bekommen die Chaisen eigentlich ihren Überschlag? Sind da Motoren, die das drehen? Nein, die Motoren drehen nichts. Das ist so ausgerechnet worden, das geht wirklich mit der Fliehkraft. Man kann es beschleunigen mit die Person, die da drin sitzt, indem man wie beim Schaukeln sich so ein bisschen vorne und hinten bewegt, sofern es zulässt, weil der Bügel sitzt ja relativ eng am Körper. Aber im Normalfall braucht man nichts zu machen. Es wird wirklich durch die Steuerung, durch die Drehbewegung, durch die Fliehkraft, dreht sich die Gondel. Wir haben Größe, Mindestgröße 1,40, Gewicht, sagen wir immer, ist schwer zu sagen, wenn wir die Person, eine korpulente Person, sich reinsetzen und der Bügel muss dann dreimal quasi einklicken. Muss das Geschäft wegen der neuen DIN-Norm umgebaut werden? Die neue DIN-Norm sind wir mit TÜV Essen dran. Da ist jetzt nächste, was ansteht. Und ich warte darauf, dass wir die Anpassung kriegen und dann werden wir uns da so selbstverständlich sofort dran geben. Wir sehen ja hier so eine VIP-Gondel. Ja. Ist das was Besonderes? Ja, die VIP-Gondel haben wir uns, hatten wir ja schon beim Breakdance in der VIP-Gondel und die ist wahnsinnig gut bei den Leuten angekommen. Und wie wir uns an einem Tisch gesetzt haben mit allem Mann und haben dann gesagt, so, wie gestalten wir das Design, war die erste Antwort, auf jeden Fall wieder eine VIP-Gondel dabei. Und die sticht hier wirklich gut raus, vor allen Dingen, weil die auch, die Gondeln sind ja viel komponenter wie vom Breakdance und alles gut. Also die Leute sind mega glücklich, wenn die solche Gondeln sehen. Dann vielen Dank für das nette Interview. Gerne, danke schön. Auch dir mal. Zacke, 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 zacke. Ja, einer ist frei wieder für alle. Egal, wir machen's. Das sieht gut aus, das sieht auch gut aus, das sah schon vorher komisch aus. Komm schon, Baby, vorne, vorne! Ja, alles dreht sich.
So, hallo, mein Name ist Sascha Tippelt, ich bin der Betreiber von dem Hollywood Star und wir sind derzeit in Düren zum Sommerspecial. Wir hatten eine sehr turbulente Aufbauwoche mit einem kleinen Hindernis, das wir fast abbauen hätten müssen wegen Hochwassergefahr. Wir sind aber hier in Düren davon verschont geblieben und da sind wir sehr froh drüber. Und wir haben gestern den Betrieb aufgenommen und die Besucher sind hellauf begeistert, dass jetzt aktuell das Dürener Sommerspecial hier in Düren durchgeführt wird. Unser Hollywood Star 2 ist der Prototyp aus der zweiten Baureihe, ist Baujahr 1981. Dies bedeutet, dass er dieses Jahr 40 Jahre auf den Festplätzen unterwegs ist, ist unser Jubiläum. Wir besitzen ihn seit 2015 in der siebten Saison jetzt. Letztes Jahr und dieses Jahr natürlich nur auf Pop-Up-Kirmessen vertreten gewesen. Der Hollywood Star ist auf zwei Transporter verladen. Wir haben einmal den Mittelbau und wir haben den Kassenrückwandwagen, wo wir auch die Kasse mit einem Erker, mit der Maschine, mit dem Kran rausnehmen können und dann mitten auf dem Platz platzieren können, so dass wir auch ohne Rückwand bauen können. Wie ist das eigentlich? Wie viele Motoren sind hier verbaut? Ja, wir haben hier am Hollywood Star drei Elektromotoren verbaut. Zweimal 22,5 kW für den Turm und für das obere Rad. Und seit letztes Jahr haben wir für zum Heben einen Elektromotor verbaut, der früher ja mit einem Sechszylinder-Mercedes-Motor angetrieben worden ist. Natürlich haben wir auch an jeder Gondel einen Motor, dass die Gondel seitwärts, rückwärts und vorwärts gedreht werden kann. Und wir sind jetzt noch bis zum 8. August hier auf dem Anna-Kirmes-Platz in Düren und über zahlreichen Besuch freuen wir uns. Ja, mein Name ist Manfred Meinke, bin Schausteller seit 1875, sind wir auf der Reise. Und ich habe das Schmiedehandwerk erlernt von 1980 bis 1983. Ja, und bin mit meiner Frau und mit meinen zwei Söhnen auf der Reise mit einer Raupenbahn, mit einem Kaffeewagen und mit einem Entenangeln. Und so fahren wir hier durch die Region im Umkreis von 200 Kilometer. Können Sie uns was über die wunderschöne Raupenbahn sagen? Unsere Raupenbahn, die ist 1930 gebaut worden in Frankreich. Der Hersteller ist mir unbekannt. Mein Vater hat sie 1970 von dem Herrn Schausteller Leo Claude aus Rödinghöllen erworben. Und wir haben sie mit Liebe und mit Herzblut auch von Jahr zu Jahr restauriert, viel Arbeit reingesteckt. 1990 habe ich einen Chaisenwagen gebaut, dass wir die Chaisen nicht mehr auseinanderschrauben müssen und demontieren, haben wir viel Arbeit gespart und auch Personalkosten gespart. Ja, und 1998 haben wir uns Sicherheitsgurte eingebaut, weil das Rückwärtsfahren auf den Raupenbahnen untersagt wurde. Und wir haben für das Rückwärtsfahren die Freigabe. Wie lange dauert der Auf- und Abbau? Der Auf- und Abbau ist immer je nachdem abhängig von den Räumlichkeiten, wie der Platz auch gegeben ist und auch Personal. Aber wir bauen in der Regel 7-8 Stunden auf und die Abbauzeit beträgt ca. 3 Stunden. Sind in diesem Jahr noch Pop-Up-Parks geplant, wo Sie noch hinfahren werden? Wir haben eine Anschlussveranstaltung, dass wir von hier zum Aachener Pop-Up-Park fahren. Wie ist das in der heutigen Zeit? Kommt so eine Raupenbahn noch gut an? Raupenbahn, meine ich, wird immer wieder gerne gefahren, weil man auch die Zweisamkeit finden kann mit dem Partner. Und wenn das Verdeck rübergeht, ist ja bekannt, dass
unter der Raupenbahn da hier und da auch mal Küsschen gegeben wird. Fahren auch heute noch junge Leute mit der Raupenbahn, um sich zu küssen? Na, heute ist das ja nicht mehr so wie früher. Früher war in der Öffentlichkeit das Küssen verboten oder selbst an der Raupenbahn wurde in den 70er Jahren ja auch untersagt, das Verdeck zu lange über die Wagen gestülpt zu lassen. Ne? Da war eine gewisse Zeit oder der Pastor hat das nicht gerne gesehen, wenn die Raupenbahn lange im Zun verdeckt gefahren ist. Wie ist das eigentlich mit Ersatzteilen? Die sind ja vom Fach. Machen Sie das alles selber oder benötigen Sie auch Firmen dafür? Natürlich brauchen wir auch Hilfe von Firmen, aber ich bin in der glücklichen Lage, dass ich das Schmiedehandwerk erlernt habe und ich kann mir sehr gut helfen an diesem Geschäft. Wie haben Sie die Corona-Zeit bisher erlebt? Ja, wo die Corona-Zeit kam, haben wir zu Hause simuliert oder schon, man wusste nicht, wie es weitergeht. Man steht auf, man trinkt seinen Kaffee und überlegt, wie kann es weitergehen, wie lange dauert das an, das war ja alles im Ungewissen. Ne? Und es ist schon nicht nur für uns Schausteller, für die ganze Freizeitbranche eine brutale Zeit gewesen. Wir haben im Mai vergangenen Jahr Gott sei Dank einen Imbiss anschaffen können, den hatten wir nicht. Da mussten wir natürlich auch erst eine Vorleistung gehen, den haben wir bei uns vor der Haustür aufgestellt. Wir sind auch mit dem Zuspruch zufrieden, läuft ganz gut, aber es ist natürlich kein Geschäft, das das ganze Unternehmen aufrechterhalten kann. Wie haben Sie den Aufbau erlebt? Sie wären ja beinahe auch überschwemmt worden. Viele Kollegen, die haben hier alles schnell eingepackt und sind weggefahren. Ich meine, kleinere Geschäfte kann man schneller einpacken, so ein Fahrgeschäft wie eine Raupenbahn oder der Kollege Lupp oder ein Autoscooter Grass oder der Kollege Reminder mit dem Express, das ist ja nicht mal eben weggemacht. Wir haben hier an der Raupenbahn die ganze Lautsprecheranlage weggepackt. Elektrische Anlagen haben wir wie Kabel und so weiter und Motoren versucht abzusichern, so wie es geht. Und haben dann ringsherum die Plafonds, sagt man dazu, zu den Bildern, haben wir ausgehängt, dass wenn das Wasser kommt, wie es vorgesagt war, war ja gesagt, dass hier eine Wasserpegel von 1,50 Meter über den Platz fließen würde, haben wir die Plafonds weggeräumt, dass das Wasser hier bei uns an der Raupenbahn wenigstens durchfließen kann. Und haben natürlich gehofft, dass das alles gut geht. Wir haben eine schlaflose Nacht gehabt oder mehrere schlaflose Nächte gehabt. Ne? Wir sind froh und dankbar, dass es so ausgegangen ist. Ja, ich darf natürlich jeden herzlich einladen, hier unser Dürener Sommerspecial zu begrüßen. Sie finden uns dann bis zum 8. August hier, also das heißt während der ganzen Ferienzeit. Und ich darf Sie nur einladen, hier nach Düren zu kommen und wieder ein Stückchen Normalität und ein Stückchen Firmenstuff zu schnuppern. Wollt ihr eine Zugabe? Ah! Alle sammeln, da machen wir's noch mal wieder. Finale, jetzt geht's um das Entschluss. Attention, Attention. Ja, Marvin, wir haben's ja ewig nicht mehr gesehen. Lieber Markus, sei herzlich willkommen. Ja, die Hölle läuft bei dir hier. Tja, wir sind sehr überrascht und sehr erfreut darüber, was wir hier gerade miterleben wieder in Düren. Es ist immer wieder schön hier zu sein, als Kultkarussell hier. Marvin, ihr habt ja beinahe wäre der Polyp ins Wasser gefallen. Aber nur beinahe, lieber Markus. Wir hatten wieder mal Gott sei Dank viel Glück und das ist auch ganz gut so. Und da sind wir auch sehr glücklich drüber. Alles an die Gäste, Achtung, wechseln zum Endstation, zur Endstation. Ihr Leben ist so ein Spruch, letzte Woche. Und tschüss. Olli, super. Alles an die Hände da oben, zur letzten Probe, die Hände da oben. Die Lade bitte. Jawohl, ihr Bremsen, ihr habt's gemacht, ihr habt's geschafft, bitte. Maschine, Stopp, bitte. Neue Runde, Stopp. Marvin, wie lange habt ihr jetzt den Polyp? Ich hab den Polyp jetzt das vierte Jahr. Und du machst ja immer weiter, egal ob Corona ist oder was auch immer. Und ist auch was los bei dir, ne?
So, solange wir das schaffen und das durchhalten, werden wir immer weitermachen und niemals aufgeben. Das ist unser Leben. Wir sind froh, dass wir es machen und dass wir es haben. Und dass wir jetzt wieder in ein Stückchen Normalität kommen, das freut uns auch. Was für uns zählt, ist, unsere Besucher, unser Publikum einfach nur zu begeistern. Und wir haben herrliches Wetter heute. Ja, es ist wirklich ein traumhaft schönes Kirmeswetter, ne? Yeah.